willkommen hier im Raum Dijkstra zu unserem nächsten Talk. Ja, ist es rechtmäßig, dass staatliche Ermittlungsbehörden Daten zu ethnischer Herkunft erheben und veröffentlichen? Und welche Folgen hat das eigentlich für die Betroffenen? Das sind so einige der Fragen, die im nächsten Talk aufgegriffen werden. Konkret geht es um die Kriminalstatistik der Berliner Polizei, in der Sinti und Roma mit bestimmten kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht wurden. Eine Volksgruppe, die ohnehin gesellschaftlich stark stigmatisiert ist. Wie problematisch solche Formen polizeilicher Datenerhebung sind, darüber sprechen jetzt Anja Reuß und Lea Beckmann. Anja Reuß arbeitet als politische Referentin beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zu Themen wie Antiziganismus, Polizei und Racial Profiling. Lea Beckmann ist Juristin und arbeitet in Berlin zum Schutz von Grund- und Menschenrechten. Und seit 2018 gehört sie zum rechtlichen Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. Und in diesem Sinne würde ich sagen, begrüßt mit einem warmen Applaus Anja Reuß und Lea Beckmann. Ja, danke für die Begrüßung. Ich freue mich total, dass so viele Leute gekommen sind und sich für das Thema interessieren. Und ich glaube, es ist auch das erste Mal bei dem Kongress, dass ein Thema zu Antiziganismus und Sinti und Roma hier ist. Und das freut mich ganz besonders, weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir eine größere Reichweite mit dem Thema bekommen. Genau, also es wurde schon eingangs gesagt, es gibt eine lange Tradition von der Datensammlung über Sinti und Roma, und ich versuche dann später auch nochmal einen kleinen Abriss darüber zu machen. Ich mache das mal, weil du es nie gemacht hast. einen kleinen Abriss zu machen darüber, wie das historisch gewachsen ist, weil ich glaube, das wichtig ist für ein Verständnis, wie die Praxis heute aussieht. Auf alle Fälle werden Sinti und Roma jeher immer als Ordnungs- und Sicherheitsproblem gesehen und unter Generalverdacht gestellt. Und weil wir aber wenig Zeit haben, haben wir jetzt, Lea und ich, zwei Beispiele ausgesucht, an denen wir das ein bisschen verdeutlichen wollen, wie die Praxis aussieht. Aber wie gesagt, das sind nur Schlaglichter, und wir haben auch ein paar Links dazu bereitgestellt. Genau, vielleicht noch zum Einstieg. Was ihr hier seht, ist unter anderem die Bevölkerungsumfrage, die die Leipziger Universität in ihrer Bevölkerungsumfrage mit der also zuletzt erschienenen Autoritarismusstudie gemacht hat, in der relativ deutlich ist, dass die Abneigungszahlen von Sinti und Roma in der Bevölkerung weit verbreitet sind und die Annahme, dass Sinti und Roma zur Kriminalität neigen, extrem hoch sind. Warum ist das so? Das hat ganz verschiedene Gründe für die Verbreitung und die Verwurzelung von Antiziganismus in der Gesellschaft. Aber vor allen Dingen liegt das auch daran, wie die Polizei die Minderheit halt framed. Und vielleicht zu Beginn, weshalb das halt für die Polizei offensichtlich notwendig ist und polizeilich für die Arbeit relevant ist, Daten über Sinti und Roma zu erfassen, ist zum einen halt, dass Sinti und Roma unterstellt wird, allgemein zur Kriminalität zu neigen, dass die Polizei davon ausgeht oder denkt, dass sie halt ein spezielles Expertenwissen darüber hat, wie die Kriminalität von Sinti und Roma sich darstellt und bestimmte Deliktarten der Minderheit halt zuordnet. Das ist auch in der historischen Wertung und auch für den späteren Teil relevant. Und zum anderen geht die Polizei auch davon aus, dass man halt, also das, was sie als Zigeuner-Frame, also quasi das rassistische Bild, die rassistische Annahme über Sinti und Roma, dass man diese äußerlich auch erkennen könnte. Genau, dann erstmal.
Genau, ich wollte so eine kleine, also erstmal hallo auch von mir, ich wollte eine kleine Einleitung geben, einmal zu den rechtlichen Grundsätzen und vielleicht kurz vorweg die Perspektive, aus der ich mich damit befasse, bei der, oder wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, wer uns noch nicht kennt, und wir unterscheiden uns von anderen Organisationen dadurch, dass wir vor allem auf strategische Prozessführung setzen, also gucken, wo man durch Gerichtsverfahren und rechtliche Mittel Grund- und Menschenrechte durchsetzen kann. Und gleich wird vielleicht im Zusammenhang auch noch konkreter werden, weshalb wir also mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma kooperieren und zusammenarbeiten. Zunächst einmal in dem Zusammenhang mit Polizeiarbeit zu Sinti und Roma ist wichtig zu verstehen, dass es einmal den völkerrechtlichen Grundsatz des Verbots rassistischer Diskriminierung gibt. Das ist völkerrechtlich jus cogens, das heißt zwingendes Völkerrecht. Das kann selbst durch Völkervertragsrecht nicht abbedungen werden, ähnlich wie irgendwie das Folterverbot. Ist also ein elementarer Grundsatz im Völkerrecht und auch im deutschen Verfassungsrecht in Artikel 3 des Grundgesetzes verankert. Und es hat bestimmte Implikationen für die Arbeit der Polizei. Die Polizei ist nämlich immer dann, wenn sie Entscheidungsbefugnisse hat, also Ermessen an Grundrechte gebunden. Und da spielt das Verbot rassistischer Diskriminierung eine große Rolle. Und das ist einmal in dem Verbot von Racial Profiling, also bei operativen Maßnahmen, darf sie nicht auf der Grundannahme agieren, dass eine rassistische Zuordnung, also dass irgendwie Merkmale, körperliche Merkmale wie Hautfarbe oder aber auch das Zusammenspiel von Hautfarbe mit irgendwie Verhaltensweisen oder bestimmten Formen der Bekleidung, dass sie auf einer rassistischen Grundannahme daraus halt den Schluss zieht, dass eine Person, dass es wahrscheinlicher ist, dass eine Person Straftaten begangen hat oder begehen wird. Dann hat das aber auch neben diesen operativen, also Verpflichtungen im operativen, also wenn sie in Grundrechte eingreift, hat das natürlich auch Bedeutung bei der Datenerhebung der Polizei, dass die ja eben auch Ermittlungsarbeiten mit vorbereitet. Und insbesondere ist das also auch in den Datenschutzgesetzen nochmal konkret umgesetzt. Da steht also, dass alle Merkmale, die mit Rasse im Zusammenhang stehen, eine besondere Kategorie personenbezogener Daten sind. Das heißt, rote Fahne, diese Daten dürfen wir nur im großen Ausnahmefall erheben. Also absolut verboten ist es demzufolge, strukturiert auswertbar Rasse zu erfassen. Also wir dürfen nicht erfassen, wer in Deutschland der Volksgruppe der Sinti und Roma angehört oder wer einer anderen ethnischen Gruppe angehört. Und außerdem heißt es, dass in bestimmten Zusammenhängen, also bei der Polizei, darf sie Daten dazu erheben, wenn es unbedingt notwendig ist, um zum Beispiel Straftaten zu verfolgen oder Gefahren abzuwehren. Das heißt, müssen wir jetzt einmal gucken. Das heißt, sie darf sehr wohl zum Beispiel bei konkreten, wenn sie konkret eine Person fahndet, darf sie vielleicht Hautfarbe erfassen, aber eine rassistische Zuschreibung, die irgendwie von der Annahme, Sinti und Roma sind kriminalitätsgeneigt ausgeht, ist nicht zulässig. Das heißt, bei Sinti und Roma, weil es keine, also alle Beschreibungen einer Person, die das beinhalten, sind eigentlich rassistische Stereotypen, darf diese Erwähnung auch in Polizeiakten nicht auftauchen. Außer es gibt einen konkreten Zusammenhang zur Tat. Das wird in sehr, sehr seltenen Fällen nur möglich sein. Unsere These ist aber, dass die Polizeiarbeit in der Praxis ganz anders aussieht. Und zwar ist dass die These, die wir hier auch ein bisschen vorstellen wollen, ist einmal, also wie das funktioniert unserer Meinung nach, ist, dass Sinti und Roma, also vermeintliche Angehörige der Volksgruppe Sinti und Roma, von der Polizei sehr viel häufiger über Racial Profiling eben von operativen Maßnahmen, also Identitätsfeststellungen zum Beispiel oder Durchsuchungen betroffen sind und die Polizei dann in diesem Zusammenhang, also in ihren Akten kennzeichnet, dass eine Person ihrer Meinung nach der Volksgruppe zugehört und dadurch also eine datenmäßige Erfassung von Sinti und Roma bei der Polizei entsteht und diese also Grundlage ist für dann auch Ermittlungsarbeiten, die auf rassistischen Vorannahmen passieren. Genau. Und wie schon gesagt, gibt es eine relativ lange Tradition da drin innerhalb der Polizei, die auch weiter zurückreicht noch als der Nationalsozialismus. Also es hatte zwar seinen Hochpunkt während des NS, aber die Praxis der Polizei ist da viel, viel älter. Das Konzept Zigeuner gibt es schon seit dem frühen 18. Jahrhundert und im Kaiserreich wurden schon die ersten Daten halt massiv und konzentriert systematisch gesammelt.
die dann im Nationalsozialismus halt vor allen Dingen dazu dienten, die Minderheit zu deportieren und zu ermorden. Und im Gegensatz zur Judenverfolgung, die dann durch die Alliierten nach 1945 und die Auseinandersetzung mit Antisemitismus eine Zäsur erfahren hat, gab es das zu Antiziganismus und der Verfolgung von Sinti und Roma nicht, sondern die Praxis ging quasi unter anderen politischen Vorzeichen weiter und hat sich dann halt nur graduell transformiert. Wichtig ist, dass Sinti und Roma zu jeder Zeit halt als unerwünschte, also als Personen mit unerwünschtem Verhalten geframed wurden und auch als Fremde, die außerhalb der Gesellschaft stehen, angesehen wurden, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Und dass diese Sicherheit- und Ordnungsproblem, was man der Minderheit halt generell immer unterstellt hat, hat dann, also davon wurde auch abgeleitet, dass man halt sie sondererfassen muss, um die größtmögliche Kontrolle über sie zu erlangen. 1899 wurde dann auch in München in der Polizei der Zigeuner Nachrichtendienst eingerichtet und der damalige Dienststellenleiter gab 1905 das erste sogenannte Zigeunerbuch raus, in dem schon 3000 Personen quasi erfasst waren mit Familienstammbäumen und Personenstandsdaten. Und diese Daten wurden weiter gesammelt und dienten dann später im Nationalsozialismus, dann ist die Behörde quasi umgezogen und dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt worden. Und das Amt 5 hier, das war halt, hat diese Akten dann halt weiter fortgesetzt und diese rassehygienische Forschungsstelle hat anhand dieser Akten dann halt Rassegutachten erstellt, die die Grundlage für Deportation und Ermordung der Minderheit geliefert haben. 1938 waren dann halt schon 31.000 Menschen da erfasst, was eigentlich einer Totalerfassung der Minderheit im Reichsgebiet entsprochen hat und von denen existierten Fingerabdrücke, Lichtbilder und Genealogien und dergleichen. Wie vorhin schon gesagt, hat sich diese Tradition weiter fortgesetzt nach 1945. Und eigentlich ohne irgendeine große Pause wurden wieder sogenannte Zigeunerpolizeien eingerichtet. Das Personal blieb das gleiche und man hat auch mit denselben Akten wie im NS weitergearbeitet. Aber um halt den Antiziganismus ein bisschen zu kaschieren und zu verschleiern, wurde die ganze Behörde dann 1953 umbenannt in Nachrichtensammel- und Auskunftsstelle über Landfahrer. Genau, und das ist jetzt hier von 62 das Merkblatt aus Niedersachsen, in dem halt auch nochmal dargestellt wurde, wer wie was gesammelt werden soll. Und in den 70er Jahren, also 1970 wurde dann diese Landfahrerzentrale als grundgesetzwidrig eingestuft, aber die Praxis blieb weiter eigentlich bestehen, denn dann ab den 80ern übernahm vor allen Dingen das BKA die Federführung für die Überwachung von Sinti und Roma und hat auch eine sogenannte Sachbearbeiterstelle geführt, die bis 2001 tätig war und quasi für die Länder, also für die LKAs, Anfragen bearbeitet hat zum Tatkomplex reisende Täter. Das war quasi der Zigeuner-Experte des BKAs, an dem sich die LKAs gewandt haben mit Informationen. Genau. Und hier, das ist eins von den Personenverhandlungsblättern. Genau. Da kann man sehen, dass halt diese Markierungen in den personenbezogenen Daten schon mit erfasst wurden und das auch also bis 82 der Fall war. Dann aufgrund von den Protesten vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wurde halt der Landfahrerbegriff und auch quasi diese Markierung mit Zigeunernamen
abgeschafft und aber nur transformiert. Denn ab 1984 tauchte dann halt ein anderer Begriff dafür auf. Also Landfahrer wurde halt ersetzt mit dem Begriff häufig wechselnder Aufenthaltsort, also kurz HWAO. Genau, also man hat halt die Begriffe geändert, aber am Denken der Beamten hat sich eigentlich nichts geändert. Genau, und weil diese Erfassung von Landfahrer und Zigeunernamen abgeschafft werden sollte, hat man dann halt in den Freitextfeldern von den BKA-Blättern halt mehrere andere Begriffe verwendet, um Sinti und Roma in irgendeiner Weise kenntlich zu machen. Und die Polizei hatte eine große Kreativität und mehrere Begriffe, das sind nur einige davon, die seit der 80er Jahre verwandt wurden, um Sinti und Roma zu markieren. Und das führt sich auch fort bis in die Gegenwart. Das sind zwei kleine Anfragen aus Baden-Württemberg 2014 auf der linken Seite und Sachsen 2016, wo deutlich geworden ist, dass quasi eine wesensähnliche Form verwendet wird. Und zwar heißt es dann halt hier, wechselt häufig den Aufenthaltsort. Und unsere Vermutung ist, dass in dieser Kategorie aller Wahrscheinlichkeit nach halt Sinti und Roma erfasst werden. Bei näheren Nachfragen, vor allen Dingen in Sachsen, wird dann gemauert. Also man kriegt eigentlich keine Informationen darüber, was da genau drin sich befindet. Genau, wir haben jetzt mal zwei Beispiele aufgezeigt. Wie funktioniert das eigentlich genau, jetzt Sinti und Roma zu erfassen? Wir haben also im Ausgangspunkt diese personenbezogenen Hinweise, das sind wie so Tags quasi, die man auch strukturiert auswerten kann, bundesweit oder in den Länderpolizeidatenbanken. HWAO als Synonym für Ausgangspunkt Landfahrer oder Zigeuner als dann rassistisch erkannte Begriffe. Und jetzt ist klar, dass also heute in manchen Bundesländern dieser personenbezogene Hinweis HWAO sich so nicht mehr findet. Also wir wissen das zum Beispiel über parlamentarische Anfragen, dass das in Berlin so nicht mehr sich wiederfindet. Auf Bundesebene wissen wir einfach nicht, was die personenbezogenen Hinweise sind, weil es als Verschlusssache gilt. In Sachsen und Baden-Württemberg hatte Anja jetzt schon gesagt, wissen wir, dass es eben eine begriffliche Fortführung dessen gibt. Deswegen fragen wir uns ein bisschen, wie wird das also heute fortgeführt? Und eine Annahme ist eben, dass sich unter der Rubrik reisende Täter zum Beispiel, was ein personenbezogener Hinweis ist, der erstmal weiter ist und alle Straftaten erfasst, wo der Straftäter nicht im unmittelbaren Umfeld des Wohnsitzes tätig wird, dass der also als Tag quasi dient. Und wenn dann in der Freitextangabe noch Angaben sind, da waren ja ein paar Beispiele genannt, Angehöriger mobiler ethnischer Minderheiten oder ähnliche Begriffe tauchen da auf, dann ist irgendwie klar für die zuständigen Polizeibeamten, dass die Person als Sinti und Roma getaggt ist und damit eben eine Kriminalitätsvermutung gilt. Wir sehen das aber eben auch genau als Beispiel, dass eben diese Kennzeichnung fortführt, dienen auch Polizeikriminalstatistiken. Polizeikriminalstatistiken sind erstmal, ich weiß nicht, wer von euch damit schon mal zu tun hatte, sind Erfassungen, quasi Tätigkeitsberichte der Polizei, wo also statistisch erfasst wird, wo Kriminalität verfolgt wird. Das gibt es auf Länderebene und eben auf Bundesebene und es ist dadurch, dass es die Tätigkeit der Polizei darstellt, so eine gewisse Verzerrung, weil es eben nur dargestellt wird, da wo die Polizei auch ermittelt, aber es ist so die umfassende Kenntnis über auch Kriminalität, die wir haben, wo in wenigen Stichpunkten eigentlich erfasst wird. Hier habe ich immer so ein paar Beispiele angegeben zu Straftaten, was da passiert. Aber also auch historisch taucht also in diesen Polizeikriminalstatistiken immer auf die Kennzeichnung von Sinti und Roma. Das hier ist jetzt aus 1953 unter der Rubrik Reisende Täter. Reisende Täter erstmal eben alle Täter, die Straftaten außerhalb des Wohngebiets begehen und dann damals die Definition Landfahrer, nur um auch zu zeigen, wo das historisch herkommt. Landfahrer ist, wer aus eingewurzeltem Hang zum Umherziehen mit Fahrzeugen, insbesondere mit Wohnwagen oder Wohnkarren oder sonst mit beweglichem Habe im Land umherzieht. Und jetzt kommt's, die zeitweilige oder dauernde Einrichtung oder Beibehaltung einer Wohnung vermag die Landfahrereigenschaft nicht zu widerlegen. Also eine genetische, rassistische Landfahrerdefinition.
Das ist also bis in die 70er Jahre taucht das auf in den PKS, hier ist Beispiel 74, wo also Landfahrer so gekennzeichnet verzeichnet werden. Das taucht aber bis in die Gegenwart auf. Ich habe jetzt mal so ein Beispiel, das gibt auch noch andere Beispiele, aber nur kurz, mit einem werde ich mich genauer auseinandersetzen. Einmal hier die Polizeikriminalstatistik PKS Frankfurt 2005. Da haben wir folgenden Ausschnitt, Straftaten, die von Angehörigen mobiler ethnischer Minderheiten begangen werden. Nur so als Beispiel, wie diese Kennzeichnung dann eben heute da auftaucht. Dann ein Beispiel von 2007. Dort, da sieht man dann auch mal, wie das also fortgeführt wird, quasi in den Ermittlungsarbeiten dann. Ermittlungen richteten sich gegen Angehörige bestimmter Ethnien. Das ist ja eben auch unsere Unterstellung, dass diese Datenbank natürlich nur dienen können, um auf rassistischer Basis dann zu ermitteln. Oder dass das auch die große Gefahr ist bei der Kennzeichnung. Wie wir jetzt quasi zur Zusammenarbeit kommen, ist, dass es eben auch 2017 in der Berliner Polizeikriminalstatistik dazu eine Nennung gab. Und zwar wurden zu dem Phänomen Trickdiebstahl in Wohnungen insgesamt 86 Tatverdächtige ermittelt. Scheint ein Riesenproblem zu sein. Und dann kommt folgender Zusatz, hier jetzt nochmal vergrößert. Bei den hierzu durch die Fachdienststellen ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich überwiegend um Angehörige der Volksgruppe der Sinti und Roma. Aha. Diese Familienclans leben mittlerweile seit Jahren in Deutschland und besitzen größtenteils die deutsche Staatsangehörigkeit. Also hier keine Kodierung, sondern eine klare Benennung. Und dann der Zusatz, ich finde, also im Folgenden wird es vor allem um den ersten Satz gehen, aber der zweite Satz, diese Familienclans leben mittlerweile seit Jahren in Deutschland und besitzen größtenteils die deutsche Staatsangehörigkeit. Welche Familienclans jetzt? Also die Tatverdächtigen sind also Familienclans. So, also hat man jetzt auch die familiären Strukturen erfasst oder sind Sinti und Roma Familienclans? Und dann auch netter Hinweis, dass deutsche Staatsangehörige, sind deutsche Staatsangehörige anscheinend größtenteils, aber man will nochmal darauf hinweisen, dass sie so richtig deutsch nicht sind, ne? Weil sie mittlerweile seit Jahren in Deutschland leben. Also ich finde das ultra rassistisch. Da haben wir uns jetzt gefragt, okay, also wo kommen diese Daten her? Erstens, entweder ihr erfasst es also, unsere Unterstellung, oder ihr erfasst es nicht und schreibt es rein, auch ziemlich rechtswidrig. Warum erfasst ihr das? Was wollt ihr damit? Und wie erfasst ihr das? Woher wisst ihr denn, ob jemand Sinti und Roma ist? Macht ihr da so bei jedem Tatverdächtigen Befragung? Oder könnt ihr das riechen oder so? Genau, daraufhin hat der Zentralrat sich mit einem Schreiben an den Innensenator Geisel in Berlin gewandt, und ihn angefragt und dann ist ganz interessant irgendwie die Antwort des Innensenators, SPD-Innensenator Geisel. Zunächst möchte er festhalten, keine strukturierte Erfassung. Aha. Dann noch weitere Ausführungen dazu. Basiert nicht auf der Fassung Tatverdächtiger als Angehörige der Volksgruppe der Sinti und Roma, sondern auf der fachlichen Einschätzung der zuständigen Dienststelle. Die sind nämlich fachlich dafür ausgebildet, das einschätzen zu können, wer hier Sinti und Roma ist. Und dann kommt der letzte Zusatz, der soll dann wieder beruhigen. Grundsätzlich halten sie das auch für problematisch und wissen, dass die Polizei das auch so sieht. Also auf politischen Druck kommt man irgendwie anscheinend nicht weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen das, wo wir zusammenkommen, dass wir eben überlegt haben, was könnte man denn irgendwie rechtlich noch machen. Und eigentlich ist das ein bisschen schwierig, daran zu kommen. Also wer sich irgendwie mit Racial Profiling oder Polizeiarbeit auseinandersetzt, weiß, es ist sehr schwer, daran zu kommen. Wir haben irgendwie so zwei Überlegungen. Und die erste ist, das haben wir jetzt mal versucht, hier für die Datenerhebung gibt es ja Aufsichtsbehörden, das ist die Datenschutzbeauftragte in Berlin. Da haben wir eine Beschwerde lanciert. Die hat dann der Polizei Fragen gestellt in der ersten Runde. Auf welcher Grundlage stützen sich die vorgenannten Angaben? Die betreffenden Angaben basieren auf der fachlich fundierten Einschätzung wiederum. Es handelt sich, und jetzt kommt es auch, es wird immer besser. Es handelt sich hierbei um ein über viele Jahre angeeignetes polizeiliches Fachwissen zu den genannten Bevölkerungsgruppen. Das macht die Polizei also, Fachwissen zu Bevölkerungsgruppen. Die Erkenntnisse stützen sich unter anderem auf Ermittlungen zu den Strukturen von Großfamilien und deren kulturellen Vorstellungen. Okay, dann sind wir beruhigt.
Achso, genau, Entschuldigung, das bin ich schon zu weit geschmolzen. Das war die erste Fragerunde, da hat die Polizei, also es war eine relativ vage Frage, es kam eine relativ vage Antwort. Dann hat die Landesdatenschutzbeauftragte nochmal genauer nachgefragt und wir wissen, dass die Antworten, Spoiler, schon bei der Datenschutzbeauftragten sind. Ich habe da mit dem Referenten letzte Woche noch telefoniert. Leider haben wir die Antworten noch nicht gesehen, sonst hätten wir euch hier auch die Antworten präsentieren können. Vielleicht wäre alles aufgeklärt worden, also wir wissen es nicht. Im Januar weiß ich mehr. Genau, deswegen ist jetzt die nächste Überlegung, damit will ich dann auch schließen. Es kommt in Berlin, ist gerade ein Gesetzgebungsverfahren, Landesantidiskriminierungsgesetz, das den Antidiskriminierungsschutz auch auf die öffentliche Verwaltung erweitert und auch Verbandsklagemöglichkeiten einführen wird. Und das ist irgendwie ein interessantes Instrument für Organisationen wie uns, um mal zu schauen, wie wir auch die Polizei irgendwie verantwortlich machen können für Diskriminierung und dieser Sache auf den Grund gehen können. Genau, also es bleibt auch im nächsten Jahr für uns beide spannend. Das andere Thema, was wir oder was ich jetzt ausgesucht habe als Beispiel, ist ein Fall aus der Ermittlungspraxis und zwar aus dem NSU-Komplex. Leider geht das in dem NSU-Komplex immer ziemlich unter, das Thema, und zwar der Mord an Michel Kiesewetter, weil da sind nämlich vor allen Dingen Sinti und Roma ins Visier der Ermittler geraten. Was ist passiert? 2007 ist die Polizistin Michel Kiesewetter in ihrem Dienstfahrzeug erschossen worden. Die Spurensicherung der Polizei hat dann unter anderem eine DNA-Spur sichergestellt. Die hat man dann halt ausgewertet, festgestellt, dass es sich um eine weibliche Person handelt. Und dann hat die Polizei das gemacht, was sie immer macht, und zwar das mit der Datenbank des BKAs, also der DNA-Datenbank des BKAs, abgeglichen. Und dabei ist rausgekommen, dass diese DNA-Spur seit 1993 an ganz vielen verschiedenen Orten aufgetaucht ist, in Deutschland, Österreich, Frankreich, und eine hohe Deliktdiversität halt irgendwie aufzeigt, also von Diebstahl bis hin zum Mord. Genau, man hat dann auch, und das ist für ein anderes Thema relevant, und zwar die erweiterten DNA-Analysen, damals über Amtshilfe mit Österreich halt ein erweitertes DNA-Gutachten angefordert, um die biogeografische Herkunft der DNA zu bestimmen. Und diese DNA laut Gutachten wies mutmaßlich nach Osteuropa. Dieser Umstand und der Umstand, dass in der Nähe des Tatorts gerade Roma-Familien durchgefahren sind und zum Tatzeitpunkt sich an der angrenzenden Theresienwiese, wo die Polizistin erschossen wurde, aufgehalten haben, diese Sachen fallen jetzt für die Ermittler zusammen. Also genau, man hat eine DNA-Spur, weiblich, hohe Mobilität, hohe Kriminalität. Da kann es sich nur um Zigeuner handeln. Die operative Fallanalyse kommt dann auch zu einem, wie ich finde, ganz treffenden antiziganistischen Einschätzung, die halt genau auf diese Spur die Ermittler dann halt auch quasi fokussiert. Und zwar, also ich lese das jetzt nie alles vor, aber es handelt sich halt um jemanden mit häufig wechselnden Handlungsorten, vagabundierend, lebt randständig von der Gesellschaft, vagabundiert und gehört eher nicht einer festen Gruppe des fahrenden Volkes an, sondern hat nur seine Wurzeln da. Und zum Aussehen dann halt auch osteuropäisches und oder südosteuropäisches Aussehen. Genau, aufgrund dieser Fallanalyse wird dann auch veranlasst, dass es halt eine DNA-Reihenuntersuchung geben soll, und quasi über 3000 Sinti und Roma werden im Rahmen dessen Land auf, Land ab, ob sie in Heilbronn waren oder nicht, von den Beamten halt irgendwie heimgesucht und vernommen. Da sieht man halt genau, wie diese Datenbankerfassung quasi dann umgesetzt wird in operative Tätigkeit. Genau, und zwar habe ich mir dann die Akte auch mal die Ermittlungsakten halt auch mal angesehen. In der Hauptakte fällt als erstes mal auf, dass entgegen allen anderen Gruppen, die halt irgendwie am Tattag da waren,
die Sinti und Roma halt nicht als Tatortzeugen vernommen werden, sondern halt eine extra Ordner gibt, Vernehmung Landfahrer, also alle halt eigentlich schon als Tatverdächtige behandelt werden. Man, also die Leute, die den, also die das wissen, na, da komme ich später dazu. In der Akte selber drin findet sich dann halt auch ein ganz anderer Aktenaufbau wie zu allen anderen Akten. Und zwar ausgiebige Listen über Roma mit personenbezogenen Daten. Und da, wo diese Kreuze sind, halt welche Sachen halt, also ob Fingerabdrücke, DNA-Profile oder andere Ermittlungsakten halt schon vorhanden sind. Genau. Auch in der Akte befinden sich wahnsinnig viele Lichtbildaufnahmen und Lichtbildmappen von Roma. Auch das findet sich in den anderen Akten zu anderen Tatortzeugen nicht. Die Vernehmungen sind auch komplett anders verlaufen als zu allen anderen. Und zwar ging es dabei weniger irgendwie um den Tattag, sondern es ging den Ermittlern vor allen Dingen darum, und auch das wieder in der Tradition antiziganistischer Polizeiarbeit, Verwandtschaftsverhältnisse zu durchleuchten. Und dann findet sich auch sowas in den Akten, eine Genealogie von den von Roma-Familien, was auch eine 100-jährige Tradition hat. Und da hat mich vor allen Dingen also fasziniert, dass nicht nur die, also unter PSP der Name, den die Person innerhalb der Minderheit trägt, festgehalten wurde, also das, was halt früher der Zigeunername war, sondern dass halt hier auch quasi Kinder mit erfasst werden, die mit Sicherheit nicht im Tatzusammenhang stehen, weil sie zum Tatzeitpunkt 8 Jahre alt waren. Nichtsdestotrotz war das für die Polizei und für die Ermittlung offensichtlich relevant. Ich habe mir dann auch mal die ganzen Ermittlungsmaßnahmen angeguckt, die die Polizei während des ganzen Verfahrens durchgeführt hat, und habe das mal ausgewertet. Von den 335 Maßnahmen haben sich 176 auf diese Phantomsspur konzentriert. Einige von euch werden es vielleicht wissen, diese Phantomspur hat sich dann 2 Jahre später als Trugspur herausgestellt, weil die DNA quasi von der Verunreinigung der Wattestäbchen herkam, die die Forensik verwendet hat, und die DNA zu der Frau in der Fabrik passte, die die Wattestäbchen abgepackt hat. Genau, aber über diesen Tatkomplex hinaus und auch nachdem diese Trugspur sich aufgelöst hatte, hat man weiter gegen Sinti und Roma ermittelt, und 19 Maßnahmen richteten sich darüber hinaus entweder gegen die gesamte Minderheit oder gegen einzelne Angehörige. Also 60% des ganzen Ermittlungsaufwandes hatte sich gegen Sinti und Roma gerichtet. Zum Schluss, bevor wir zu unserem Fazit kommen, noch 2 kurze Maßnahmen, die ich rausgesucht habe, an denen das recht deutlich wird, was da genau passiert ist. Das eine ist eine Maßnahme, in dem quasi diese BKA-Blätter, was ich vorhin schon gesagt habe, halt ausgewertet werden sollte. Und da drin ist halt quasi die Anweisung, dass man die BKA-Blätter systematisch auswerten soll nach bestimmten Begriffen, und dann sagt man halt Zigeuner, Roma, Sinti und ähnliche Begriffe. Also das halt irgendwie das ganze Potpourri an Begriffen, was die Polizei so auf Lager hat, halt abgerufen wird und eine Excel-Liste erstellt werden soll, die dann halt für die weitere Polizeiarbeit genutzt werden soll, um DNA-Profile von den Leuten einzusammeln. Genau, die andere Maßnahme ist ein Landesverhandlungstag, der in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. Das Schwerpunktkonzept dieses Verhandlungstags war dann halt reisende Täter. Es ging wieder um Heilbronn. Und leider liegen mir persönlich nicht die Spurenakten dazu vor.
weshalb ich halt dieses Fahndungskonzept nicht vorliegen habe, aber man braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was da drin stand. Baden-Württemberg meldete dann am Ende des Fahndungstags, dass halt 15 männliche und 12 weibliche Personen, die in dieses Personenraster passen, freiwillig gespeichert wurden, also DNA entnommen wurde. Damit kommen wir eigentlich so ein bisschen zu unseren letzten Punkten. Also wir würden uns wünschen, dass es einfach eine klare Anweisung der Innenministerien an die Polizeibehörden gibt, was unter Racial Profiling fällt und damit verboten ist. Vielleicht werden damit Polizeibeamte zu sehr allein gelassen und wir sehen, was dann passiert. Aufklärung und Kontrolle, also hier zum Beispiel die Datenschutzbeauftragten, einfach, die können in Datenakten auch mal reingucken, in Polizeidatenakten. Da würden wir uns wünschen, dass es einfach eine genauere Aufsicht gibt und Kontrolle darüber. Eine Ausweitung, habe ich hier jetzt geschrieben, das AGG, oder eine Ausgestaltung des Diskriminierungsverbots. Das ist das, was ich beschrieben habe. In Berlin wird es jetzt ein Land, als erstes Land ein Landesantidiskriminierungsgesetz geben, was nicht nur das Diskriminierungsverbot, was bereits aus Artikel 3 Grundgesetz gilt, so ein bisschen erweitern wird hoffentlich, aber eben auch so Verbandsklagemöglichkeiten einführt und damit es leichter machen wird, auch mal Polizei verantwortlich zu halten auf gerichtlichem Wege. Dann würden wir uns einfach auch mal wünschen, dass dieses Thema Antiziganismus eine breitere gesellschaftliche Allianz hinter sich findet und nicht auf den Schultern der Betroffenen ruht. Dann eine Aufarbeitung des bisherigen Unrechts, was hier durch Polizei eben bis heute passiert und einfach ein Umdenken der polizeilichen Praxis und Bruch mit antiziganistischen Stereotypen. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, wir werden jetzt ein paar Fragen auch zulassen. Für das, was jetzt in den nächsten Minuten nicht klappt, haben wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch noch einen Stand, und zwar in der Rights and Freedom Area. Das ist, wenn man hier rausgeht, links runter da in der Area. Freuen wir uns auch, wenn ihr vorbeikommt. Zentralrat hat leider keinen Stand hier. Ja, damit würden wir jetzt Fragen entgegen. Wir haben ganz wenige Minuten noch Zeit für Fragen. Ihr seht hier Mikro 1, 2 und 3. Bitte einfach ranstellen und da reinsprechen, wenn ihr Fragen habt direkt. Ansonsten frage ich mal das Internet. Gibt es da Fragen? Ich sehe nichts. Doch, dann bitte einmal der Signal Angel. Hallo. Die Frage aus dem Internet ist, ob ihr Vorschläge habt, wie man diese rassistische Gruppierung verhindern könnte und gleichzeitig die operativen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten? Ja, also die Frage ist schon interessant, weil ja die Annahme dann ist, dass die operativen Fähigkeiten eingeschränkt werden. Also ich würde mal ganz klar sagen, ich will dir auch die Möglichkeit geben, diese Kennzeichnung, die Kennzeichnung von Sinti-Roma kann nur rassistisch sein. Das muss erstmal aus den Datenbanken verschwinden und dann muss Polizei sich damit auseinandersetzen, dass dieser Schluss von der vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer Rasse oder zu einer Volksgruppe auf eine Kriminalitätsneigung kein Ermittlungsansatz sein darf. Also wenn man einen konkreten Tatverdächtigen beschrieben bekommt. Also bei einer konkreten Beschreibung einer Person mag das in Ordnung sein, aber zu glauben, dass bei bestimmten Delikten der Verdacht naheliegt, dass man jetzt mal flächendeckend Menschen nach ihren äußerlichen Merkmalen mit polizeilichen Maßnahmen bearbeiten kann und dadurch irgendwie Probleme löst, das Gegenteil ist meines Erachtens der Fall. Ja, also genau, Lea hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann kein Ermittlungsansatz sein. So, also Leute begehen nicht Straftaten, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören, sondern jedes Individuum ist für sein Handeln selbst verantwortlich und das hat nichts damit zu tun, welcher Gruppe die oder der Tatverdächtige halt angehört. Und wichtig ist es, und hier nochmal der letzte Punkt, den Lea schon gesagt hat, ein Umdenken in der polizeilichen Praxis. Also es hilft nichts, dass halt irgendwas alles umgelabelt wird und die Polizei halt mehr Kreativität an den Tag legen muss, um seine rassistische Praxis halt weiter fortzuführen, sondern es muss einfach klar sein, dass die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe nichts damit zu tun hat, was diese Person halt tut.
Tut mir leid, das war es dann auch schon mit den Fragen hier im Saal. Ihr habt die Möglichkeit, sicher mit den beiden auch nach der Session jetzt noch einmal zu reden. In diesem Sinne noch einmal einen herzlichen Applaus. Danke für diesen super wichtigen Talk an Anja Reuss und Lea Beckmann.